Hallo zusammen. Ja, ihr wundert euch. Ich bin der Elfriede. Ich bin der Leihgabe aus Recklinghausen. Ich bin hier wegen das Ei. Ja, ich kenne mich aus. Bin Eierspezialistin. Das sieht wirklich ungewöhnlich aus. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ehrlich. Wir wollten das alles hier abklären mit dem Ivan, mit der Konferenz, mit dem Telefon. Aber das hat nicht geklappt. Hör mal, da musst du da eintippen, Nummer, dann noch eine Nummer, dann noch ein Code, hallo, ich bin nicht verbunden mit lalalala, na, dafür hast du doch Kolonne in der Birne. Nee. Habe ich mich ins DHL-Paket geschmissen und bin direkt per Portum, Postum, Mortum hierher gekommen. Ja. Also, die sind ja völlig durchgedreht hier in der Puppengarage in Langenthräa. Die sind ja niedlich, ne? Aber ein bisschen naiv. Der Hase, der hatte so eine Panikattacke. Na, ehrlich. Ist ein bisschen übertrieben. Mein Mann habe ich lieber auch zu Hause gelassen. Er ist auch so ein Hypochonder. Ja, wir machen das schon Schätzelchen, ne? Der Elfriede und du. Ich bin Eierspezialistin. Wie gesagt, ich habe jedes Jahr zu Ostern hunderte von Sohleiern eingelegt für die ganze Mannschaft vom Püt. Mann, die haben die gern gegessen. Mit den Schnäpschen bei. Ich glaube ja, dass der Virus mit so einem Schnaps auch weggehen würde, ne? Ordentlich Schnappes und dann, aber ja, mich fragt keiner. Huch! Nee. Guck mal. Jetzt ist da schon ein Loch drin. Das sag ich dem Lurch besser nicht. Der glaubt ja immer noch, da kommt eine ganze Fußballmannschaft raus von Lurche. Wo die herkommen sollen, habe ich ihn gefragt. Ist doch seit Tagen nicht mehr vor der Tür. Unbefleckte Empfängnis. Na, da war er still, ne? Ja, wir zwei, wir machen das schon, der Elfriede und du. Ich bleibe bis zur Geburt da, ne? Und ihr Wacker, haltet durch, sagt auch der Lurch. Ja, Wacker.